Amen. Jetzt lasst es euch schmecken. Zu fassen. Geh runter und iss. Danke. Und was gibt es Neues? Stimmt das, dass der Sohn von deinem Chef... Was? ...der sie ein Kind kriegt, seine Freundin. Kaum glaublich. Auf die Heirat von der Schule geht sie jedenfalls nicht. Vernünftig, sehr vernünftig. Sich bloß nicht von so einem die Ausbildung stellen lassen. Warum muss sie es haben wollen? Das ist der Mutterinstinkt, der sie so aufweicht. Und sie kriegt eine solche Lust. Bedrängt einen permanent. Obwohl es ungesund ist für das Kind, nicht Mama? Soll sein. Auch für den Mann gibt es ja eine Schwangerschaftsanziehungskraft in der Erotik, wo er den Widerstand gegenüber so einer Bauchverlockung aufgeben muss. Aber nicht, dass ihr auf Gedanken kommt. Meine Tochter kriegt so eine nicht in die Finger. Da passt der Vater auf, wie ein Luchs. Da wird keine Zukunft ruiniert. Papa, wo denkst du hin? Na also. Ich gehe noch eine Runde um den Block. Wer kommt mit? Ich. Anita. Lernt ihr was in der Schule über die Schwarzen? Schwarze was? Schwarze Löcher im Himmel. Afrika, wie die leben. Ja schon. Die lieben gern. Die lieben eben gern. Da ist der Trieb schon ins Ziel geschossen. Menschlich ist das zu verstehen. Und sonst lernt ihr nichts über die Schwarzen? Dass ihre Kultur der unteren in mancher Beziehung ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Genau, überlegen. Mental bin ich den Schwarzen sehr nah. Unglaublich nah. Ich verrate was über die Schwarzen. Das ist forschermäßig wissenschaftlich festgehalten, dass die Mädchen es mit ihren Vätern treiben, ausschließlich und gern und es zum Heulen schön finden. Und die Väter ihre Töchter lieben, weil sie ihnen kleine Frauen sind. Und das so gut tut. Und Tradition ist immer schon, verstehst du? Die Väter führen ihre Tochter ein in das Frauenleben. Das ist ihre Pflicht, weil sie die Väter sind. Schließlich und endlich die Verantwortung haben. Die Mädchen versuchen es den Vätern so schön wie möglich zu machen. Nicht, dass sie zu einem großen Genuss kommen,
was auch für die Mädchen angenehm ist. Lässt sich kein Wehren und um sich schlagen und kreischen oder so. Weil es sich doch am schönsten lieben lässt in der Stille. Mein braves Mädchen, da hast du was dazu gelernt. Aber erzähl's nicht weiter, hörst du? Ich will. Ich will. Ich will. Seide, weiche Seide, kühl, aber so weich und zart. Lindes Wasser auf der Haut. Ein Wind über mein Gesicht. Und Spitzen, Spitzen, wie ich sie in den Zeitschriften sehe, die die Kundinnen durchblättern, wenn sie auf ihre Hunde warten. Schau, das ist für immer. Mein Samt und Scharlachrot vom Königsmantel aus meinem Kindermärchenbuch. Ich sehe nicht. Ich halte es nicht in meinen Händen. Lieber Gott, ich mache die Augen zu, dann ist es weg. Das Untertod, das Gottlose, der Hungertreck. Sie hat es nicht. Bestimmt nicht. Ich mache sie selber in meiner Schlange. Oder sie wird es nicht brauchen? Vielleicht ein Freund, der ihr das schenkt. Vielleicht wird es sie heiraten wollen. Dann werde ich Brautmutter sein. Umgefangen im Dunkelblauen mit Hut. Und hat auch feine Unterwäsche an. Aber kein Farben, was zu meiner Haut passt. Irgendwann muss was passiert sein. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wann das gewesen ist, aber ich weiß, dass es nicht schleichen ging. Eher als ob plötzlich eine Klappe runtergefallen wäre. In seinen Augen hat man das sehen können, diese Veränderung. Das war dann plötzlich zu. Klappe runter.
der Junge macht immer so kratz, kratz, kratz. Ich glaube, sie zerfährt sie sich. Sie ist nervös. Nervös, nervös. Sie hat was gegen sich selber. Du sagst immer Hunde, Jule. Sie ist Mama. Na und? Deswegen braucht sie sich doch nicht zerkratzen. Dass sie dauernd blutet. Verstehst du das? Mit so einem Mundverband rumlaufen, wo die Allergie längst vorbei ist. Die Hundehaare waren bloß der Anfang. Jetzt ist es der Hausstaub. So eine eingebildete Empfindlichkeit. Soll sie weggehen von da, wenn sie das krank macht? Aber eine andere Arbeit gibt er keine. Er hat schon recht, dass sie abgeschafft gehört. In die Klasse, weil sie aufgebraucht ist. Kommt nichts raus aus ihrem stummen Maul. Weil wenn ich rede, denkt viel. Schwachsinn, orale Vergewaltigung. Kennst du auch, aber in echt. Das Schwachsinn. Hör mal, dass du das nie, auf keinen Fall, nie irgendjemandem irgendwas erzählst. Du lachst manchmal dabei, weißt du das? Weil es unheimlich ist. Gefällt es dir nie? Manchmal. Aber die Angst schneidet immer durch das schöne Gefühl hindurch. Hör auf damit! Habe ich mir gedacht. Die Familie ist ausgeflogen. Du und ich, Jule. Wir haben schon viel ausgehalten, nicht? Wir miteinander. Ja. Meine gute alte Jule. Mein Julchen. Gib mir einen Kuss. Und du schmeckst immer noch nach Mandelcreme. Ja. Du hast mich immer verstanden, nicht? Ja. Hast immer zu mir gehalten. In guten wie in schlechten Tagen. Einer könnte oft meinen, du müsst mich besser kennen, wie ich mich selber. Wie liebst du? Heute ist alles gut. Heute ist alles gut. Papa, ich war gerade am Gewinnen. Wettrennen. Da steht die Hundejule im Weg und schwenkt die Arme. Sprich nicht so von deiner Mutter. Ein bisschen mehr Respekt bitte ich mir aus für sie. Verstanden? Und überhaupt? Was soll ich zum Messen von der Straße holen muss? Fahrrad fahren! Habe ich euch das nicht verboten? Radfahren. Vor allem im Sommer. Dieses Obszöne auf dem Sattel hin und her wälzen. Und alle Nachbarschaftsgaffern die nackten Beine zeigen. Wie sie sich schamlos strecken und beugen. Rosig durchblutet bis in die Zehenspitzen. Habe ich euch das nicht verboten? Aber dann gibt's nichts zu morgen. Aber aus! Setzt euch jetzt! Der Papa hat aufgekocht. Lecker, lecker, lecker. Professionell. Zugreifen!
höre ich nichts. Doch, ja, klar, lecker. Und die gnädige Frau? Sehr gut, sehr gut. So, unzufrieden. Aber was Besseres kriegt sie nicht. Da kann sie hingehen, wohin sie will. Ist mein Lieblingsessen. Ha. Na also. Schmatz, schmatz. Wo willst du hin? Es gibt noch Nachtisch. Und da habe ich noch etwas Hübsches. Für eine braune, schöne. Da-da-da-da! Dein Alter ist dir doch zerbrochen, oder nicht? Doch. Ich brauche keinen Spiegel. Ich kann mich auch im Fenster spiegeln. Immer, wenn ich will. Das hat man von seiner Großzügigkeit. An manchen Tagen spielen alle Hunde verrückt, dass sie so einer drin sind. Hat dich jetzt einer gefragt? Herausziehen. Als ich ihn gesehen habe später, da hat er nun die Augen zugekniffen und den Mund. In den ersten Tagen hat er Augen nicht abgemacht. Die Ärzte haben ihn die Lider hochgezogen und mit der Leuchte hineingestrahlt. Da hat er nur kalt ins Licht gesehen und nicht geweint. Das ist ihm geblieben. Also, ist doch nichts Schlimmes passiert. Ich habe immer gedacht, in so einem Moment, wenn das passiert ist, dann muss ich alles ändern. Aber nichts ist. Was denn? Wie bitten Sie, Bell? Hätte ich was losholen sollen? Er sollte mich entzweirassen, innerlich, dass ich raussteigen kann. Aber alles ist wie vorher, nichts verändert. Wenn du sowas meinst, so diese brutale Männersache, das ist nicht meins. Still! Was du immer blöd ausschwörst, du!
Das hat alles mit deinem überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Was sich alles ich jetzt mir zu überlegen habe. Und was jetzt alles in mir zusammenzieht. Und warum mir das Wasser aus den Augen spritzt. Das hat alles mit deinen Männerschwammsorgen überhaupt nichts zu schaffen. Na, das ist ja schön. Du hast gesagt, dass ich so eine Frau bin. Du siehst aus wie eine Frau, ja? Aber dann ist es vorbei, dass ich ein Kind bin. Wenn es soweit ist, es ist vorbei. Ihr Großen, ihr Allen, gestand eure faulen Zähne. Du bist in Schwierigkeiten, Olga. Ich weiß. Es muss sich ändern. Hast du mit diesem Jungen schon geschlafen? Ach! Ich will. Ich will. Ich arbeite bald nur noch für dich. So steht jetzt nichts an. Ausbeutung ist das. Schlimmster Kapitalismus. Lass dich nicht so auf. Wer was will, muss was hergeben dafür, oder? Wer lebt eigentlich unter dem Risiko, du oder ich? Es ist gar nicht wahr, dass alle Kinder behindert werden. Das ist einfach eine dreckige Zivilisationslüge. Meine Nadel stecke ich dir ins Fleisch. Wieder und wieder. Eine Tätowierung, die du behältst. Mein Zeichen dein Leben lang. Vater mal. Unauslöslich. Nur das Feuer über die Welt und alle Dinge. Das Feuer regiert alle Dinge. Das Feuer wird kommen und uns alle tätowieren. Du bist ein Fehler gewesen, Olga. Was machen wir weiter? Du hast deine Pfeil! Für mich gibt es keinen Garten. Rundum treten wir nicht.
Willst du tanzen? Nein, nein, nein. Du musst fast 30 Stunden dabei. Ist schön. Fass mich bloß nicht an. Bin ich aus Versehen auch an die Medien getreten? Thank you.
Gott sei Dank. Ich muss heim. Regen, dass ich nicht lach. Es muss weitergehen, nicht wahr? Das Klavier muss gespielt werden, das Brot muss geschnitten werden, das Herz muss schlagen. Und du spielst Lotto. Hast du ein Herz? Wenn du eine halbe Million gewinnst, eine ganze, fünf, zehn, bist du dann glücklich? Geht's dir dann gut? Wiegt das einen Tod auf? Oder was kostet das Vergessen? Wie teuer ist dein Gedächtnis? Wie hoch muss man dich bezahlen, damit du einmal freilassst, damit dein Herz leicht ist und hüpft vor Freude? Es geht. Alles geht, wenn man will. Die Blumen her sind. Gekauft. Wo kannst du das Geld hernehmen? Was du mir gibst. Ich habe schon länger einen Verdacht auf dich. Seit Wochen penetrant der Blumenstaub. Was hast du gegen Blumen? Wenn die von einem Mann sind. Ich schwöre. Bestechung ist das, wo bestraft gehört und unmoralisch ist. Wo es einem jeden gut geht. Wo ein jeder zu seinem Recht kommt und niemandem nichts fehlt. Weil der Vater für alle der Versorger ist. Ich habe mein Leben lang nur für die Familie gelebt, für meine Fortpflanzung, dass etwas bleibt von mir in der Welt. Ich bestimme hier alles. Schaut euch an, die alte Hex, die Stinkvettel, schlecht kann seinem werden. Und die eigenen Tochter verraten einen hinterrücks. Das ist der Dank für eine lebenslange, liebevolle Aufzucht.
liebe, 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 liebe. Wieso? Ein Frühling ist das. Wieso? Nie würde ich werden wollen, wir. Niemals, nie, nie, nie. Ich würde dir helfen können. Wenn ich dir auch nur einmal was antun sollte, dann hebe die Hand auf gegen mich und schlägst mich ins Gesicht. Vergiss mir das. Küssen, dass du da bist, dass du mir bleibst. Wie hätte ich denken können, dass es so wird? Aber das wird jetzt weggelegt von mir. Das wird jetzt dunkel. Das böse Vater macht die ganze Scham wird ausgetreten. Das ist eine Arbeit, Karl. Lebenslänge. Wissen. Ich lasse dich nicht allein. Nie, nie. Auch nicht, wenn ich ein Kind bekomme. Von mir? Von mir. Ich weiß nicht. Hast du mit ihm, seitdem wir... Meinst du, er fragt mich? Wie oft? Wenn er mich zwingt. Eine Entscheidung muss her. Es gibt kein Zusammenkommen. Jetzt. Erst recht. Das ist das Schlimmste, wenn sie alle schlafen. Dann höre ich mein eigenes Blut im Kopf rauschen. Lieber reden, streiten. Jetzt, wo es so still ist, habe ich Angst zu schlafen. Ich mache meine Augen zu, klapp links, klapp rechts, im Dunkeln, mit weißen Augen, und sie schauen mich an! Was machen wir jetzt? Sag was! Ich mag nicht reden. Es ist so still. Das musst du aushalten. Mama! Papa! Sie waren schon vorher tot. Bald weißt du auch nicht mehr davon. Du hast sie nicht gut getroffen. Du kriegst sie nicht tot! Es muss sich was ändern für mich. Ja, für dich.
Hau ab! Hau ab! Wo war es so lang? Wir warten uns schon mit Essen. Guten Abend, Herr Wurf. Kennen wir uns? Papa, das ist Paul. Paul Würde. So. Gehst du mit meiner Tochter in die Schule? Naja, nicht direkt. So. Geheimnis. Warum auch nicht? Ist doch verständlich, oder? Warum soll meine Tochter kein eigenes Leben führen? Beim Leben mit den Eltern gibt es das Befolgen der Elternregeln, was oftmals gewesen eigentlich ist. Will jemand einen Schnaps? Trinken wir! Prost! Paul, Sie können falsch mir sagen. Ich will auch Schnaps! Ich! Bin der Orphanwolf. Der schnellste Bäcker. Rein in den Ofen, raus aus dem Ofen. Wieso hast du eigentlich keine Blumen mitgebracht? Ist das der Blumenhaini was? Hat mir der diesen Giftstaub ins Haus geschickt und kommt mir mit der Familienverhältnis, was? Papa, der Paul, nur bloß. Weiß der überhaupt, auf was er sich mit dir einlässt? Schnaps? So habt ihr euch das ausgedacht. Da werdet ihr euch sauber getäuscht haben. Weil eine Minderjährige nämlich überhaupt keine Selbstbestimmung ausüben darf, was auch gesetzlich verboten ist. Weil der Vater die einzige Bestimmung sein muss für seine Tochter. Aus diesem Haus kommt sie nicht hinaus. Soll Paul nur bei uns einziehen? Hat er einen Bau vorgemacht, schafft er vielleicht noch einen zweiten bei dem nächsten Anbau. Ich zerreiße deine Visage! Papa! Komm, jetzt gehen wir. Ich werde sie heiraten, die Anita. Ja, die Blumen habe ich vergessen. Diesmal. Aber ich kann nur sagen, dass ich gern ein Hund sein werde. Wo ein Hund nicht sagen kann, dass er gern ein Hund ist und nicht einmal denken kann, dass er gern ein Hund ist. Und also bin ich doch ein Mensch. Wie ein Halsband. Hat auch ein Kreis einen Anfang und ein Ende. Die Stelle finden. Wo Anfang und Ende zusammen festgemacht sind. Und sie ohne Zögern durchschneiden. Möchte reden mit dir. Woher kommt er? Allein.
Der Paul kann alles wissen. Ist das bald soweit? 4 Wochen noch und alles gut gehen. Ich würde mir auch einen Frieden wünschen in der Familie. Du kannst immer kommen. Wenn das Kind da ist, wird es enden bei uns. Die Hundejule ist weg. Das ist das Wichtige. Du musst wegladen, bevor er... Das ist zu spät. Nichts gelernt von deinem Schwert. Aber du brauchst die Klappe. Der Paul versteht das nicht. Ich verstehe das schon. Ich verstehe allmählich, dass der Widerstand einfach unsichtbar sein muss. Und vielleicht macht es ja besonders Spaß mit dem eigenen Vater. Ich habe gedacht, das wäre eine Liebe zwischen euch. Ich habe keinen Zweifel an dir, Paul. Da könnt ihr ja froh sein, dass ihr euch gefunden habt. Da habt ihr ja das große Los gezogen miteinander. Ein feines Pärchen, die eigene Schwester in den Dreck stoßen. Aber vielleicht bin ich nur blöd. Wenn eine sich schon ein Kind andrehen lässt und nicht mal weiß von wem und sie dann stumm und dämlich heiraten lässt, lieber verreck ich! Anschauen musst, wer es nicht lachen mag, nicht einmal weinen, nur da liegt und eine Anstarrstunde mit 2 verschiedenen Augen. Ein stilles Kind. Warum bist du gegen mich? Ich tue niemals so wie er selber. Anita, meine Hand auf deinem Leib. Löschen seine Spuren aus. Alle. Wenn du nur wollen willst. Ich will. Ich will. Ich will. Bist du schon näher gekommen? Vor einem Monat. Nur anschauen, das Kind. Nein! Willst du mir verbieten, mein eigenes Kind anschauen? Ist im Paulshals. So! Du musst einkommen. Daher ist sie hier. Die Mutter ist fort. Gestohlen sind, sollen sie mir bleiben. Aber dich, dich brauche ich jetzt, wo die Lulu einen dicken Bauch hat. Ich möchte meine Familie beieinander haben. Kinder und Kindeskinder. Wenn ich das nächste Mal komme, dann bist du fertig. Ich hol dich. Da kannst du sicher sein. Thank you.
считаете, что главное, чтобы действительно все прошло на лучшем классе? Я думаю, что самое главное делать с любовью то, что делают люди, что быть сконцентрированной и что верить в то, что делать. Насколько еще, какие еще компоненты главные для актера, чтобы он сыграл тоже хорошо? Актер должен чувствовать себя хорошо в своей роли, должен понимать свою роль и возникнуть в нее частью даже со своей личностью, потому что со временем, и это у многих актеров случается, что после одной роли они какое-то время берут и всасывают в себя те черты этого персонажа. И я думаю, что тогда сыграли по-настоящему этот персонаж, если как-то одно и то же персонаж и актер. И, наверное, когда ты вынашиваешь эту роль себе постоянно, ты должен постоянно про это думать и, наверное, другую жизнь не замечать? Я думаю, что не нужно про это думать все время, а просто мысль все время думает об этом. Это даже несознательно, потому что есть момент, когда актер все это несознательно делает. Это как часть его. И тогда вот так, как ты этот монолог, который я так люблю и который всюду потребляю, сделала, ты же была частью этого монолога. И я думаю, что там уже ничего не надо говорить. У вас такой большой театральный опыт. Можете сказать, как вы налаштовываетесь перед выступлением? Как вы, Леся, настраивайтесь перед выступлением? Во-первых, я всегда не меньше, чем час перед спектаклем в театре, даже если у меня маленькая роль, даже если я только перевожу спектакль, потому что нужно войти в атмосферу, нужно быть со своими коллегами, нужно их чувствовать, нужно какой-то контакт с ними иметь и чувствовать, что они одно, потому что в тот момент, когда мы готовимся к спектаклю, это закрытый круг, посторонние туда не могут зайти, и им нечего там делать, потому что это семья того спектакля, так как я говорю, что это семья татуажа, и в эту семью, даже если те остальные коллеги, даже если они в других выступлениях с вами были, они тут не могут возникнуть, потому что это закрытый круг, и концентрация идет именно и речевая, конечно, и по поводу роли, по поводу текста. Я думаю, что для меня лично очень важно 10-15 минут перед выступлением быть на сцене, всасывать в себя все, что эта роль дает, потому что каждая роль имеет свою личность. И собственная личность, личность актера и личность роли дают то стопроцентное то, что нужно иметь на сцене, думаю я. Спасибо. Тебе спасибо, я тебя тоже люблю. А, моя мама, а сегодня ты моя мама тоже. Да, конечно. Классно, да, это было классно. Это было классно. Спасибо. Ви набагато таку агресивну людину, так? Ви було багато кричати, багато емоцій свої показувати. Ти такий в житті, що тобі допомогло це вникнути в цю роль? Мені дуже сподобалась моя роль, і я відчував себе впевнено в ній, і мені було легко. Я от не знав, чому так, але Ізольда, наш режисер, підказала мені, що це через те. Дуже легко війти в роль тій людині, яка в житті зовсім іншої є. І дійсно в житті я набагато спокійніший, врівноважений, і агресії за собою не спостерігаю. Тому на сцені мені було це легко робити. А взагалі, скажи, якісь комп'ютерні прийоми використовував? Якось там тренувався, готувався до виступу? Свій голос налаштовував певним чином? Чи, можливо, ти уявляв якісь картинки, що ти злий на когось, хочеш там когось вибити, чи ще щось таке? Мені достатньо було вийти на сцену, і я вже знав, хто я там є. Тому попередньо єдине, що це заспокоювався, щоб не було хвилювання. А так, все з собою, всі інструменти. Як ти можеш сказати, розказати? Найкраще мені допомагає, коли я сиджу на стільчику. І ще краще, коли я піднімаю ноги вище тулуба. Тоді мені дуже спокійно і комфортно. Дякую. Дякую тобі. А, голос кивнув. А, вже? Так. Ваші враження від вистави? Ну, мені дуже сподобалась гра акторів. І, ну,
Якщо чесно, я чекав гіршого. І вистава така, що хотілося далі, далі. І просто супер. Чим сподобалося? Емоції. Але мені надзвичайно сподобалася вистава тим, що вона була експресивна і постійно були емоції, оце скажи. Ага. Мені цього починати? Ну, дуже мені сподобалася вистава і сподобалася тим, що вона була така експресивна, і там дуже багато було емоцій, і дуже гарно зіграли актори, я навіть цього не чекав. Дякую. Все. Молодець. Поїхали. Красиво. Остапе, це був твій дебют, ти ніколи не грав німецькою мовою. Ти ніколи не грав німецькою мовою на сцені. Як тобі? Було важко чи не було важко? Остапе, у тебе сьогодні дебют. Ти раніше ніколи не грав в театр, так? І Остапе, сьогодні у тебе дебют. Ти раніше ніколи не грав в театрі, ти ще німецькою мовою. Як тобі? Не було важко? В театрі ніколи не грав. Німецькою мовою теж ніколи не виступав на людях. Мав колись у школі виступати англійською мовою, але так не склалося. От, а в театрі досить цікаво, мені сподобалося, особливо адреналін випадає, коли бачиш, що люди чекають, і ти виходиш, і тут мандраж, одним словом. Що тобі допомагало якось зосередитися на сцені? Усвідомлення, що це виступ, а не репетиція. Дякую. Це все, що треба сказати, тоді я ще спитаю. Ти себе вже відчув справжнім актором, так? І як ти гадаєш, що тобі може допомогти в майбутньому стати хорошим актором, якщо ти цього хочеш, чи можливо ти цього не хочеш, чи можливо будеш далі вчити німецьку мову, чи прийдеш до нас в організацію «Буковинський фенікс»? Я думаю, майбутні вистави мені допоможе те, якщо мене знову викличе на цю виставу Марина Скінтей своїм телефонним дзвінком. Я тобі обов'язково зателефоную, я тобі обіцяю. Скажи, коли ти вже грав свою роль, так? Ти думав про глядачів, як вони сприйнять, так? Сприймуть ті чи інші слова, ті чи інші репліки, чи ти був зосереджений тільки на своїх словах? Ні, я і на репетиціях уявляв людей. Тим більше на останніх репетиціях у нас були інші люди присутні, нові люди. І тому я так плавно перейшов з репетиції у